Ihr kennt mich, ich bin ehrlich und ich gebe es offen zu. Ich habe die Eröffnungszeremonie von Olympia in Paris nicht gesehen. Und hey, was soll ich sagen? Ich bin irgendwann abends dann nach Hause gekommen, schaue auf mein Handy und sehe da, da prassen Nachrichten ein von Freunden. Wow, krass, hast du das gesehen? Und zwar von, ja, phänomenale Show, absolut gigantisch, die Stadt als Kulisse, brillant, bis hin zu, wow, ich saß mit meinen Kindern vor der Eröffnungsfeier und musste irgendwann abschalten, weil sie Fragen gestellt haben, die ich nicht beantworten konnte und auch nicht wollte. Also von Lobeshymnen bis zu einem absoluten Shitstorm. Okay, dachte ich, jetzt gucke ich mal in die Nachrichten und so. Da war es dann auch eher voll, hey, Thumbs up, gute Show. Dann bin ich auf X und die sozialen Medien und siehe da, da sind mir dann Bilder entgegengekommen, wo ich dachte, what the fuck, Olympia hat sich ganz schön geändert. Ja, zum Beispiel, ja, Frauen mit Bärten und Tänzen. Hey, ja, okay, gab's schon immer, gab's auch schon in Australien und so weiter, aber whatever, ja, also dann ist es so. Aber dann gab es noch ein, zwei andere Sachen und die möchte ich mit dir heute anschauen. Danach würde ich gerne mit dir gemeinsam besprechen, war das eventuell ja eine Blasphemie? War es eine Verletzung der christlichen Werte? War es ein satanisches Ritual, um uns zu zeigen, wohin die Reise geht? Oder war es einfach nur kreativ, kunstvoll für Vielfalt und Diversität? Und hey, bevor wir starten, möchte ich erstmal sagen, ich stehe für Liebe und deswegen auch dieses T-Shirt. Da steht nämlich mein Abschlussspruch nach jedem Video seit 5 Jahren drauf, nämlich, dass die Welt da draußen besser ist, als wir immer glauben. Aber hey, natürlich gibt es auch schlechte Menschen und natürlich gibt es auch böse Menschen. Wie gesagt, positives Denken ist schon mal die halbe Miete, aber einige sagen jetzt, dass Olympia gekapert wurde von bösen Mächten, teilweise sogar von Satanisten. Ja, du hörst richtig. Was ist da vorgefallen? Warum die Bilder aus Paris sich viral im Netz verbreitet haben, warum es einen Shitstorm gab auf der einen Seite, aber auch Lobeshymnen auf der anderen Seite und ob vielleicht doch was Symbolisches dahinter steckt, das schauen wir uns heute gemeinsam an und dann kannst du dir dein eigenes Bild machen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, interessanten, kreativen, diversen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögen. This is France, das ist Frankreich, das konnte man auf dem X-Account von Emmanuel Macron lesen. Und gemeint hat er damit vor allem die bunte, diverse Show. Und zu aller Fairness muss man auch sagen, dass Auftritte wie der von Superstar Céline Dion absolut sehenswert waren mit Gänsehautpotenzial. Für Aufregung haben aber andere wirklich eigenartige Szenen gesorgt. Ich würde gerne die einzelnen Szenen heute mit dir durchgehen, denn hier war wirklich einiges dabei, was symbolisch hoch aufgeladen war. Starten möchte ich mit der folgenden Szene, die wahrscheinlich momentan die bekannteste ist, weil sie wirklich viral ging. Bevor ich es aber kommentiere, mach dir mal ein eigenes Bild. Okay, ohne irgendwie Bodyshaming zu machen, aber bedeutet Olympia nicht irgendwie sportliche Höchstleistungen, Fitness, über seinen Körper irgendwie Kontrolle zu haben? Und hier sehen wir jetzt eine Dame mit anderen Protagonisten in sehr bunten, interessanten Kostümen, die ja dem Abendmahl nachempfunden sind. Man kann es Blasphemie nennen, denn man verhöhnt gewissermaßen Jesus Christus, indem man das letzte Abendmahl nicht nur Jesus durch eine übergewichtige Frau darstellt, sondern auch mit Drag Queens garniert in einem schwulen Schlumpf, macht ihr ein eigenes Bild, und ein paar Kindern nachstellt, die nur zum Spaß dazwischen gestreut wurden. Alter Verwalter. Und manche sagen, dass das schon ganz offensichtlich heidnische, teilweise satanische Symbolik in sich trägt. Stell dir mal vor, du bist Hochleistungssportler, hast dein Leben lang gekämpft, um an der Olympiade teilzunehmen. Und dann siehst du bei der Eröffnungsfeier sowas. Ich meine, vergleich das mal mit 2014. Vom Disney-Märchen zum Drag Queen Porno. Also ganz ehrlich, jetzt verstehe ich schon, warum der eine oder andere Freund und Bekannte gesagt haben, hey, shit, ich habe es nur ausgeschaltet, meine Kinder sollen sowas nicht sehen. Und nochmal, wir hatten schon mal Drag Queens auch bei der Olympia in Australien. Ich sage nur Priscilla. Was ich allerdings lustig fand beim ersten Anschauen, war die starke Ähnlichkeit mit dem Film Hunger Games. Das ist mir als allererstes in den Kopf gekommen, bevor die Bibel in den Kopf kam. Okay, gut, ich bin auch nicht jetzt in der Kirche groß engagiert, beziehungsweise bevor ich irgendwie dachte, ui, warum rennen da lauter Frauen mit Bärten rum und Ding-Dongs, sondern mir kam wirklich erstmal der Film Hunger Games in den Kopf. Wer Hunger Games nicht kennt, hier geht es um eine kleine, sehr reiche Elite, die in einer großen Stadt lebt und zur Belustigung aller Brot und Spiele
und zur Bespaßung natürlich die Bewohner der bitterarmen Bevölkerungsschicht in sogenannten Hunger Games gegeneinander antreten lässt, und zwar auf Leben und Tod. Und hierbei strotzt die Dekadenz und man verkleidet sich regelmäßig zu diesen Hunger Games. Und wenn du auch zu der reichen Elite gehören willst, aber mit dem Herz auf dem richtigen Fleck und Gutes bewirken möchtest, dann empfehle ich dir natürlich, die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Und das geht natürlich nur, wenn du dich jetzt richtig positionierst in diesem Zyklenwechsel. Und dafür haben mein Team und ich den Friedrich Report ins Leben gerufen. Und hier werden unsere Analysen, unsere Investment-Tipps 1:1 verständlich für dich dargestellt. Wann war es kaufen, wann wieder verkaufen, welche Aktie, wann Bitcoin, welche Rohstoffe. Und das Ganze verständlich erklärt und das Allerbeste für gerade mal weniger als 1 Euro am Tag. Also das heißt, entweder nur einen halben Espresso pro Tag trinken oder die SZ kündigen oder den Spiegel deabonnieren, was ich immer empfehle, und dann 1 Euro investieren in deine finanzielle Unabhängigkeit, damit du auch zur kleinen, sehr reichen Elite gehörst, aber dann auf der Gegenseite stehst und Gutes bewirkst. Schau mal rein unter friedrich.report. Aber so auf den ersten Blick gab es noch mehr Anspielungen auf die Bibel. Hier zum Beispiel die folgende Szene. Okay, jetzt wirst du vielleicht sagen, hey, Marc, was ist da? Ein Reiter auf einem durchsichtbaren Pferd, der über einen Fluss reitet. So what? Ja? Ja, andere, die bibelfest sind, haben was ganz anderes. Er kannte nämlich den apokalyptischen Reiter. Ja, die Offenbarung des Johannes. Und hierin heißt es, da sah ich ein fahles Pferd und der, der auf ihm saß, heißt der Tod. Und die Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde. Macht zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde. Offenbarung 6. Doppelpunkt 8. Und hier ein kleiner lustiger Side-Fact. Trägt man die Landmassen aller NATO-Staaten inklusive der von Russland zusammen, könnte man auf rund 28% der globalen Landmasse kommen, was man gut und gerne als dieses Viertel der Erde betrachten könnte. Oder glüht jetzt nur zu stark der Aluhut? Wo ist er überhaupt? Egal, mein neuer Aluhut ist umweltfreundlich aus Papier und hier höre ich aber absolut alles. Aber ich kann euch beruhigen, denn das ist alles nur Spekulation. Denn der offizielle Account der Olympischen Spiele bei X schreibt dazu, eine Darstellung des olympischen Geistes und ein Aufruf zu Frieden und Solidarität nimmt in Form einer über die Seen galoppierenden Reiterin Gestalt an. Also, was hast du gesehen? Eher die Endzeit, die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes oder die galoppierende Reiterin mit dem durchsichtigen Pferd als Zeichen des Friedens und der Solidarität? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ja, und ein paar andere Hardcore-Christen haben dann natürlich auch noch anderes mokiert, wie zum Beispiel, dass sogar das Götzenbild des goldenen Kalbes gezeigt wurde. Ja, so ergeben sich mehrere Puzzleteile. Und darin wird der Treubruch zu Gott symbolisiert. Und es könnte ja wohl nicht größer dargestellt sein als hier, oder? Aber das war noch nicht alles, denn zum Höhepunkt kam noch das Abendmahl. Und die Verspottung des Abendmahl, das ist wirklich, wie gesagt, Blasphemie pur. Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall verblüffend, ne? Und natürlich haben es dann gleich irgendwelche bei X aufgeschwungen, gesagt, nein, das hat was ganz anderes zu tun, das ist Dionysus oder das ist Bacchus und es gibt auch andere Neuinterpretationen des Abendmahls bei Simpsons und so. Ja, okay, alles gut. Und denk daran, was passiert ist, als es Karikaturen von Allah gab. War nicht ganz so easy. Und wie gesagt, ob das nun eine Neuinterpretation des Glaubens sein soll oder man sich offen darüber lustig machen wollte, steht in den Sternen. Fakt ist, auf den ersten Blick gleicht es eher einer, ja, Lachnummer. Und so hat auch dann der Telekommunikationsanbieter C-Spire seine Werbung bei den Olympischen Spielen zurückgezogen, weil er schockiert über die Show war. Nicht nur über Einzelteile, sondern über die gesamte Show. Ja, es gab nämlich noch andere Szenen, die auch ja nicht wirklich gut ankamen. Zum Beispiel diese Szene mit der historischen Persönlichkeit Marie Antoinette. Das ist die, die gesagt hat, dann sollen sie doch Kuchen essen. Und mit diesem Satz ist Marie Antoinette einst in die Geschichtsbücher eingegangen, hat aber auch ihr Ende besiegelt. Und 231 Jahre später kam sie in die Eröffnungszeremonie der Olympischen Stadt wahr. In dessen Fenstern sang ein Chor, gekleidet als geköpfte Antoinettes. Also nicht nur eine, sondern viele. Das Lied A Sa Ira, also wie ein Teil der Oper Carmen. Und auch hier erkennt der geneigte Leser der Bibel einige satanische Symbole, wie Totenköpfe, Todessymbole. Überall rot, auch bekannt als die Farbe Luzifers. Ja, dass man Marie Antoinette damals durch die Guillotine hingerichtet hatte, dürfte jedem bekannt sein. Aber die Inszenierung gleicht dabei doch eher einem Horrorfilm. Nochmal. Hier haben Kinder zugeschaut. Nur als Erinnerung. Aber das ist noch nicht alles. Es gab noch ein weiteres Zeichen, das so den einen oder anderen bibeltreuen Christen auf die Palme gebracht hat. Nämlich genau dann, als die zynische Show vorbei war, kam es in Paris zu einem Stromausfall. Vielleicht die Rache Gottes. Aber Moment mal, was sehe ich denn da im Hintergrund?
Die Basilika Sacré-Cœur erstrahlt in hellem Licht über der dunklen Finsternis von Paris. Also wenn das kein Zeichen ist, weiß ich auch nicht. Jetzt zu den Fragen aller Fragen. Wer steckt dahinter? Was ist die Intention? Ist es alles nur ein Gehirnfurz? Glüht der Aluhut zu stark? Oder ist es tatsächlich eine Symbolik, um jetzt hier die letzten Tage der Erde einzuläuten? Und nochmal. Ich habe mir diese Eröffnungszeremonie nun wirklich im Schnelldurchlauf angeschaut. Es waren natürlich nicht nur solche Symboliken zu sehen. Es gab auch vieles Gutes, Positives etc. pp. Ja, wer es angucken möchte, kann es machen. Und der leitende Kopf hinter dem Ganzen heißt Thomas Joly. Joly ist ein querer Künstler und Comedian, der die Absicht hinter dieser Inszenierung erklärt. Schauen wir mal rein, was er dazu sagt. On fait un spectacle où chacun, chacune puisse se sentir à un moment donné représenté comme faisant partie de ce grand tout, de ce grand nous. Et cette responsabilité-là, elle est magnifique pour un artiste. Elle est ambitieuse. Elle est complexe aussi parce qu'il faut ouvrir son propre imaginaire, ouvrir son propre mode de regard et inclure. Inclure, comprendre, inclure pour que personne ne se sent mis sur le bas-côté ce soir. Also er verteidigt natürlich seine Inszenierung und sagt, wie schreibt man eine Show, in der sich jeder an einem Punkt repräsentiert und als Teil dieser größeren Sache, dieser größeren Wir fühlt. Das ist ehrgeizig, aber auch komplex. Denn man muss die eigene Bildsprache, die eigene Sichtweise erweitern und alle einbeziehen, alle verstehen, damit sich niemand zurückgelassen fühlt. Nach dem öffentlichen Aufschrei zu seiner Zeremonie hat er seinen künstlerischen Ansatz verteidigt. Es sei ihm ja nur um die Repräsentation und Inklusivität gegangen. Zitat, wir haben uns für diese gemeinsame Menschlichkeit eingesetzt, in der sich jeder wiedererkennen, sich selbst finden und sagen kann, ja, wir sind alle verschieden, aber wir sind alle zusammen. Das war wirklich die Idee hinter dieser Zeremonie, so Thomas Joly. Schaut mal rein, ob ihr euch repräsentiert gefühlt habt. Von den Szenen, die ich jetzt gezeigt habe, sicherlich nicht. Viele haben gesagt, nein, ich fühle mich nicht repräsentiert, weil ich bin ein völlig normaler Mensch und ja, nicht eine irgendwie Minderheit. Eine Gesellschaft ist zwar bunt, wird doch aber nicht durch eine einzige Minderheit oder viele kleine Minderheiten repräsentiert. Und nachdem anfangs selbst das IOC, also das Olympische Komitee, noch alles verteidigt hatte und auch viele, ja vor allem aus der Woken-Bubble auf X zum Beispiel, alles verteidigt haben und gesagt haben, hey, nur weil ihr zu doof seid und nicht woke und offen genug und so weiter und Minderheiten irgendwie diffamieren möchtet und es nicht versteht, weil ihr zu doof seid, also wieder genau das, was man eigentlich nicht machen soll, nämlich andere ausgrenzen und eben doch nicht tolerant sein. Hat dann aber doch sowohl der Vatikan gesagt, irgendwie stinkt die ganze Sache zum Himmel, uns gefällt es nicht, als auch das IOC gesagt, ja, also die Eröffnungsfeier war nicht so, für was wir stehen eigentlich. Und man hat das Video zur Eröffnungsfeier auf YouTube einfach gelöscht. Auch das ist ein Commitment. Also, sag mir, dass du es auch komisch findest, ohne es mir zu sagen. Okay, delete. Und selbst der Veranstalter hat mittlerweile auch eingesehen, dass das anscheinend zu weit ging. Und man hat sich entschuldigt für das blasphemische Abendmahl. Und das finde ich gut. Na, auch mal einfach sagen, sorry, war nicht gut, wir haben hier die Grenzen überschritten, tut uns leid. Und ich hätte vielleicht gar kein Video zu dem Thema gemacht, aber in den letzten Jahren sind immer wieder solche Sachen passiert, solche Symboliken, wo ich dachte, what the fuck? Ja, seriously, was ist los mit euch? Ist es gesponsert bei Lucifer oder macht jetzt gleich ein ritualisches Todesritual und opfert irgendwie einen Menschen? Ja, es gab einiges. Es gab die Olympischen Spiele in London 2014, die schon eigentlich die Corona-Krise vorhergesehen haben. Es gab die Eröffnung des Gotthardtunnels, wo, hey, jeder, der sich das anschaut, auf jeden Fall sagt, okay, was geht hier ab? Was habt ihr genommen? Deswegen hat es mich schutzig gemacht. Deswegen denke ich, vielleicht ist es doch irgendwie gewollt, dass man so Schritt für Schritt so den Menschen ins Unterbewusstsein was eintrichtet, damit sie dann irgendwann sagen, okay, es ist so. Und ich habe da einen sehr guten Kontakt zu jemandem, der wirklich sehr, sehr bibelfest ist, sehr gläubig ist. Und der sagt natürlich, das Böse muss den Menschen zeigen, in freien Stücken, was es vorhat. Also man muss ihnen sagen, hier, jetzt kommt die Hölle auf Erden und die Leute müssen klatschen, es umarmen und lieben. Und dann hat das Böse gewonnen. So wurde es mir erklärt. Und ihrer Ansicht nach sieht man diese satanischen Anspielungen immer und immer wieder in einer höheren Frequenz auf einmal, weil wir jetzt in der Endzeit sind. Passt ja auch mal ein Rauscher so ein bisschen. Zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Nicht wenige sagen, dass diese Szenen bereits erste Anspielungen auf die spätere Corona-Krise waren, bei welcher Menschen gegeneinander gekämpft haben oder die dummen Affen im Einklang mit den Krankenschwestern interagiert haben. Und auch andere Veranstaltungen scheinen das Thema zu mögen, wenn man zum Beispiel einen Blick auf die Grammys 2023 wirft. Ja, anscheinend ist der Teufel und das gesamte Thema drumherum irgendwie sexy und man will das Publikum auch provozieren, aber ja, man spielt mit solchen derartigen Shows und Anspielungen.
Aber apropos Anspielung, ich hoffe mal, dass der Einspieler für die Olympiade nicht genau betrachtet und interpretiert werden muss. Sollte man allerdings doch mal etwas genauer hinsehen, erkennt man doch tatsächlich ein Einschussloch im Gesicht der Freiheitsstatue. Kein Spaß. Will man die Freiheit erschießen? Ist die Freiheit ein Dorn im Auge dieser Eliten? Das hat doch nichts mit Sport zu tun, oder? Ich meine, liegt das nur an mir oder siehst du das auch? Wie weit kann die spätrömische Dekadenz noch gehen? Ich meine, ganz ehrlich, wer das jetzt nicht zieht, dem ist nicht mehr zu helfen. Wir befinden uns in dem historischen Paradigmenwechsel, wie von mir immer und immer wieder gesagt. Egal, ob man das Ganze gesellschaftlich, geopolitisch, fiskalpolitisch oder ökonomisch betrachtet, es wird etwas kaputt gehen und etwas Neues entstehen. Gut oder böse. Mag sein, dass es ein künstlerischer Ansatz war. Das Ganze war einfach zu gut konstruiert, als dass der Fokus dabei rein auf der Vielfalt gelegen haben könnte. Pointiert hat es der Erzbischof Charles Chapeau treffend gesagt. Das Böse predigt Toleranz, bis es an der Macht ist, dann versucht es, das Gute zum Schweigen zu bringen. Getreu dem Motto, wir sind so tolerant, dass man irgendwann Menschen das Denken verbieten wird, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt. Und bei all dem Trubel um die Olympischen Spiele haben es sich die Russen jetzt auch nicht entgehen lassen, ihren eigenen Ausblick darzustellen. Schauen wir mal kurz rein. 2060. Количество трансгендеров и других представителей ЛГБТ, участвующих в Олимпийских играх, достигло рекордного числа. В результате чего Олимпиада была переименована в Олимпидиаду. Спортсмены соревнуются в таких дисциплинах, как ЛГБ-теннис, лесби-яхтинг, трансгребля, фехтование. Ja, was soll man sagen? Irgendwie haben sie da ins Schwarze getroffen. Ich bin mir sicher, wenn in der EU jemand so eine Satire produzieren würde, wäre er sofort als rechts geframed. Aber da es ja eh die Konfliktpartei herstellt, müssen wir den Kopf nicht hinhalten. Ja, jetzt höre ich schon die Ersten sagen, Mensch Marc, jetzt übertreib mal nicht den Aluhut ab. Das war doch einfach nur eine bunte, offene, diverse Eröffnungszeremonie zu einem Fest der Weltengemeinschaft. Aber die Punkte sind teilweise valide. Jeder soll sein eigenes Bild machen. Ich hätte auch kein Video dazu gemacht, wäre es nicht schon passiert in Barcelona bei der Eröffnung des Gotthardtunnels oder halt auch bei der Olympia 2012 in London. Und immer wieder gibt es solche Symboliken, solche Zeichen, wo ich denke, muss das sein? Und hey, nochmal, ich bin ja auch für Vielfalt, aber wir erleben doch, dass es immer mehr eine Minderheit ist, die Mehrheit in den Schwitzkasten nimmt und die ihre Meinungshoheit über alles setzt. Ich meine, hey, vor jeder Rewe-Filiale weht irgendwie eine Regenbogenflagge. Schön und gut, ja. Aber muss das immer so omnipräsent sein? Können wir nicht einfach tolerant sein? Erreicht man damit nicht eigentlich genau das Gegenteil, dass viele Menschen sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß? Warum mit so einer Gewalt? Warum nicht einfach sagen, hey, jeder nach seiner Fasson, leben und leben lassen, so wie es eigentlich immer war und gut ist, ja? Mir ist doch egal, ob irgendwie der Nachbar Dieter gerne Frauenkleider anzieht und sich was weiß ich irgendwo einführt. Ja? Jeder soll machen, was er will. Ich will nur nicht damit irgendwie konfrontiert werden, es sehen müssen oder angefasst werden. Ja, ja, und vielleicht ist Thomas Jolie ein queerer Künstler, dem es wirklich um die Vielfalt geht. Wo es aber aufhört, ist bei Kindern, als auch wenn man gezwungen wird, in seinem Weltbild auf einmal 78 Geschlechter zu integrieren oder dass Männer menstruieren können anscheinend und Kinder kriegen sollen. What the fuck, wie? Aus der, ja gut, okay, brauchen wir gar nicht drüber reden. Beziehungsweise, wenn ich Pronomen verwenden muss oder gendern oder wenn ich jemanden mit dem falschen Pronomen anspreche, bis zu 10.000 Euro Strafe zahlen muss. So, what the fuck, ganz ehrlich, hey, sind wir jetzt im spätrömischen Reich oder was? Viele Leute beschäftigen sich doch nur noch mit ihrer eigenen Existenz und haben damit so viele Probleme, dass ich mich teilweise frage, wie die noch Zeit finden können, ein Buch zu lesen, einkaufen zu gehen und nicht verhungern, geschweige denn zu arbeiten. Weil sie sich nur um sich selbst drehen. Es geht nur noch um ich. Aber vielleicht haben die auch das Privileg, irgendwie aus gutem Haus zu kommen oder was geerbt zu haben. Auf jeden Fall war diese Eröffnungszeremonie ein Exkurs in die Dekadenz, aber auch in die Vielfalt, in die symbolische Bedeutung und den Sport über das Christentum. Und natürlich, jeder kann das so auslegen, wie er möchte. Aber es waren einige der Details dabei, die meiner Ansicht nach auf jeden Fall gewollt waren. Und deswegen hat man sich ja auch jetzt dazu entschlossen, das Video zu löschen, sich sogar zu entschuldigen. Die Tageszeitung Die Welt hat es richtig beschrieben. Wer Respekt fordert, muss selbst Respekt zeigen. Und an dieser Stelle könnte man wiederum die goldene Regel auf den Tisch bringen, welche die Veranstalter offensichtlich überhört hatten, als sie die Bestandteile des Christentums auseinandernahmen. Denn selbst wenn man glaubt, dass das jetzt kein Zufall war, dass es wirklich nur künstlerische Kreativität war und kein Satanismus, erleben wir dennoch die komplette Degenerierung unserer Gesellschaft, wie es im alten Rom auch der Fall war, bevor dieses Imperium fiel. Deswegen, hör auf dein Herz, lass dich nicht einschüchtern, halte an den normalen Werten fest, die seit tausenden von Jahren funktioniert haben, ob sie in der Bibel stehen oder in irgendeiner anderen heiligen Schrift, sei mal dahingestellt. Es gab und wird immer wieder Übertreibungen geben, sowohl in den Gesellschaften als auch an den Finanzmärkten, bis man wieder zum Durchschnitt zurückkommt. Die Frage ist nur, was vorher passieren muss, damit diese erreicht wird.
Ich will damit niemandem Angst machen, aber vielleicht einen kleinen Einblick geben, was derartige Veranstaltungen suggerieren können und viele leider noch nicht mitbekommen. Und darum denk immer daran, wegen Menschen, welche weiterhin ihren Kopf einschalten, ihren gesunden Menschenverstand verwenden, sie nicht alles bieten lassen und den Bezug zur Realität und Normalität nicht verloren haben, ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc.